Hallo liebe Leute, heute spielen wir wieder ein Ründchen Minecraft. Ja, wir machen jetzt weiter und ich habe noch was zu sagen. So, ein bisschen Apfelsaft geschlürft, manchmal die Musik ein Tick leiser. So, also, wir bauen hier jetzt weiter. Aber erstmal brauchen wir noch eben Eichenholz. Und ich habe noch eben was zu sagen. Und zwar habe ich ja in Folge 23 über eine Person namens Heiko Finke gelästert. Ja, um ehrlich zu sein, ich kenne gar keinen Heiko Finke. Wer sich jetzt wundert, hä, warum lästert der darüber? Ja, ich wollte mal ein bisschen Lästertante spielen. Das liegt daran, weil mir einfach langweilig war und kein Thema eingefallen ist. Ja. So, wir brauchen jetzt Eichenholz und das holen wir uns jetzt auch. So, Gott sei Dank habe ich die Timbermod drin. Plonk. Sollte, glaube ich, noch nicht reichen. So. Das ist ja einfach Hitler. Ja, mein Name ist Hitler. Ich weiß gar nicht, wieso immer so viele über das Thema Hitler reden. Ich meine, da kam vor zig Jahren ein Österreicher zu uns nach Deutschland, hat Scheiße gebaut, ist aber jetzt immer noch so ein riesen Gesprächsthema. Wer sich jetzt fragt, wie ich auf Hitler gekommen bin, ich habe mir vor kurzem mal ein Buch ausgeliehen, das heißt, ich bin wieder da. Da geht es darum, dass Hitler in einer Vorstadt in Berlin auf einmal aufwacht, und zwar im Jahr 2011, und da ist ein Apfel, und ja, ohne Krieg, Deutschland ist ausländerfreundlicher geworden, und ja, da kriegt er dann nachher seine eigene Talkshow und alle so ein Scheiß. Das Buch ist eigentlich sehr gut, aber ich weiß nicht, wieso ich jetzt das muss sich mal einer vorstellen, wenn das in der Realität wäre. Läufst durch Berlin, ja? Auf einmal liegt da so ein nackter Hitler im Vorgarten. Ich bin wieder auferstanden. Ich weiß übrigens jetzt auch, wieso Minecraft so ruckelt. Hier sind ja jetzt die 3D-Items. Und die packen die Aufnahme nicht so richtig. Und als wir letztens im Wald waren, da flogen generell schon viele Setzlinge rum. Weil im Wald liegen seit der 1.2.6 ist eine Entwicklungsversion, also nicht wundern, wenn die von euch noch niemand hatte. Seit der 1.2.6 ist es so, dass manchmal auch Setzlinge so irgendwo rumliegen. Also ist dann jetzt nicht irgendwie Fehleritation oder sowas. Ja. So, da hören wir jetzt gerade Max Payne 1 bis an die Power Game. Ist auch eine sehr geile Mission in Max Payne 1 bis an die Power Game. Boah. Sieht ja halbwegs symmetrisch aus. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Ja, mehr als ein Klopümpel. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen ganzen Arsch voll. Ein Holz, nein, der steht hier zu alleine, den will ich jetzt nicht abholzen. Mal gucken, vielleicht werde ich eine von unseren zwei oder ich glaube sogar drei Inseln sind das.
Ein von den Inseln werde ich vielleicht sogar als Holzplantage umbauen. Wenn wir jetzt schon hier so viele Setzlinge mitnehmen. Aber wer sich für sowas interessiert, der sollte sich echt mal das Buch holen. Vor allen Dingen, das hat auch so ein, ja, nicht, also das ist zwar schon sehr ernst, aber das hat auch wieder so einen bissigen Witz drin. Also ist schon ganz geil, das Buch. So, ich schlürfe jetzt noch mal kurz Apfelsaft, wenn ich ins Wasser gehe. So, hat man nichts von gehört. Gott sei Dank. Da, da, da. Und da fahren wir wieder zurück nach Hause. Mit einem Arsch voll Holz. Und ein Boot voll. Nee. Das sage ich jetzt besser nicht. Wollte eigentlich sagen, Boot voll. Nein, sage ich immer noch nicht. Obwohl gut, ich habe sowieso in diesem Let's Play schon mehr als 1000 Schimpfwörter gesagt. Also kann ich das jetzt auch sagen. Und ein Boot voll Pisse. So, jetzt raus. Mann. Hey, mein Boot. So. Ich glaube, ich muss mal irgendwie ein Bootsanleger oder sowas bauen. Oder irgendwie so ein Auffang der ältere Boote, irgendwie sowas. So. Kann ich jetzt ja mal ausprobieren mit den Ecken. Das machen wir mal als erstes. Damit sie nicht schäbig aussieht. Toll, jetzt kann ich natürlich die Ecke wieder abreißen. Die ich da während der gestrigen Aufnahme hingebaut habe. Ja, ist ja jetzt auch egal. Wer kennt eigentlich den Witz vom... Oh, scheiße. Ah, ich reiß einfach den ab, da kommt der mit. So. What? What is this? Sehr not good. Wow. This is good. This is very, very good. Da oben nicht. So, da haben wir das Holz. So, da und ein Kiefer auch noch. Weil da kommt ja später noch der Garten hin. Scheißen. So. Tja, also wenn ich hier jetzt nicht noch so einen ganzen Arsch voll zu erledigen hätte, würde ich wieder in der Höhle gehen. Aber was soll's? It's a very gute Let's Play. Hoffe ich. Ey, Alter, das ist scheiß Let's Play, also halt deine Schnauze. Ich hab mich alleine richtig kleine Arschlöcher. So, ich glaube, das waren alle, ne? Waren nur zwei, ja. Zwei Klopümpels. Mist, da kommen wir ja nicht ran. So, jetzt kommen wir da ran. So, da wieder zwei Klopümpels weg. So. Das Wasser ist nichts gefallen, Gott sei Dank. Gottschi Dank. Eigentlich ist das hier auch noch eine Ecke. Ich muss mal kurz auf meinen Bauplan gucken, ob ich da nicht auch Holz eingeplant habe. Also Bauplan. Ne, da habe ich nichts eingeplant. Doch, klar habe ich da was eingeplant. Damit es von außen symmetrisch. Ja, ganz toll. What the shit? Achso. So.